Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und willkommen zum letzten Teil der Zusammenfassung von der vierten Weekend League. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei 26-2, das heißt wir haben 28 von 40 Spielen absolviert. In diesem Teil gibt es jetzt hier die letzten 12 Partien und ich kann euch verraten, die waren unglaublich intensiv. Wir gehen jetzt hier rein in das 29. Spiel und ich kann euch auch schon verraten, am Ende dieser Folge sind noch nicht die Belohnungen. Normalerweise ist das ja immer der Fall, diesmal nicht, weil ich wieder so mache, dass ich das Ganze hier direkt danach nachkommentiere. Das heißt, hier gerade von Montag auf Dienstag, ich bin jetzt gerade fertig geworden mit den Spielen und ich habe mir gedacht, so ist das Ganze immer noch mal ein bisschen intensiver. Ich habe gerade die Spiele durchlebt und für euch kommt es zeitnah heraus. In diesem Spiel hier, im ersten Spiel, im 29. Spiel quasi, gehe ich auch recht früh in Führung auf den Außen hier mit Hazard. Der neue Skill-Move, da kommt er besonders gut und dann bin ich so ein bisschen ideenlos, spiele ihn einfach in die Mitte. Aber der Gegner macht dann riesen Abspielfehler. Mit Lukaku lege ich nur ab auf Pogba, aber Schmelzer schmeißt sich dann nochmal rein und so gelingt mir nicht das 2-0 recht früh. Und ich habe ja das letzte Mal dann auch aufgehört, ich war ziemlich frustriert über die Verbindung. Das muss man sich nochmal bewusst machen. FUT Champions spielt man auf Servern, das heißt nicht mit einer direkten Connection zum Gegner. Und die Server, die laufen gerade einfach richtig schlecht. Am Sonntagabend war alles verzögert, halbe Sekunde das Gameplay war eine Katastrophe. Auch dann am Montag war es noch teilweise schlimmer. Riesenverzögerungen in allen Spielen. Dieses Spiel hier, das 29. Spiel, habe ich übrigens noch Sonntagabend gespielt, auch das 30. Spiel. Und dann die restlichen Spiele, die restlichen 10 Stück, habe ich am Montag gespielt. Aber es war dann wirklich Sonntagabend und Montag eine wirkliche Katastrophe. Alles, was man gemacht hat, war mindestens eine halbe Sekunde verzögert. Ich komme darauf nicht gut klar. In diesem Spiel gelingt es mir. Und, also klingt es mir soweit recht gut. Ich bin hier souverän in 2-0 in Führung. Jetzt haben wir inzwischen schon auch die 90. Minute. Und der Gegner lässt den Ball laufen. Ich habe jetzt nochmal hier das Ende drinnen gelassen. Das Spiel geht 2-0 aus. Und hier sieht man das auch nochmal. Ich habe keinen Schuss zugelassen. Ich habe das Spiel wirklich hart dominiert. Aber ich war nicht zufrieden. Dann habe ich nochmal Pause gemacht, weil ich habe darauf gehofft, dass einfach gegen Ende des Abends oder halt um 1 Uhr, 2 Uhr nachts die Server wieder nicht so überlastet sind und einfach besser laufen. Das war nicht der Fall. Und rausgekommen ist dieses kranke Spiel. Das kann ich euch verraten. Deulofeu mit dem Steilpass hier auf Lukaku, dann bin ich durch und ja, Lloris kommt da raus und hält den Ball überragend mit dem Fuß und im direkten Gegenzug spielt sich dann der Gegner nach vorne. Der Gegner war auch sehr, sehr stark, daraus ist dann wie gesagt dieses intensive Spiel hier resultiert. Macht jetzt hier, ja, eigentlich einen Abspielfehler, aber ich komme nicht in den Ballbesitz an. Trickpass mit Ben Arfa zurück und dann BAM, was ein Tor. Der Till guckt sich das jetzt hier vielleicht an mit einem breiten Grinsen, sagt er, yo, Ben Arfa, OP, OP. Das habe ich mir auch in dem Moment gedacht, aber ehrlich gesagt fand ich das nicht so geil, weil das war einfach ein richtig krasser Treffer. Aber das soll ein, das darf einen nicht zurückschmeißen, ne? Da muss man direkt dranbleiben, kurz einfach, sage ich mal, den Mund abputzen, wegstecken und danach wieder voller Fokus. Und das gelingt mir hier besonders gut. Mit direkt dem ersten Angriff nach dem Anstoß mache ich das 1-1. Und das ist einfach so gut. Es tut so gut. Es ist einfach so unglaublich schwer, wenn das so verzögert ist und man dann in Rückstand gerät. Man fühlt sich dann teilweise so ein bisschen hilflos. Und hilflos habe ich mich auch in diesem Moment gefühlt. Irgendwie auf einmal meine ganze Viererkette total planlos steht da bei der Mittelfeldlinie herum. Und ein ganz einfacher Steilpass hebelt mich da aus. Neuer entschärft das 1-1, aber dann Lacazette mit dem 2-1. Und ich kann euch sagen, ich habe mal ein bisschen laut geschrien, als dieser Treffer gefallen ist, weil ich konnte es nicht fassen. Zurückgekämpft mit dem 1-1 direkt nach dem Gegentreffer und dann kurz danach die erneute Führung. Das war ein richtiger Downer. Aber ich habe es eben gerade schon gesagt. Lasst euch von solchen Rückständen nicht einfach runtermachen. Bleibt dran, spielt fokussiert weiter und ich hätte es fast wieder geschafft, direkt nach dem Anstoß auch ein Tor zu erzielen. Ich war nah dran, also das ist auf jeden Fall etwas, was ihr mitnehmen solltet. Immer wirklich weiter kämpfen und den Fokus da halten, dann ist alles möglich, wenn ihr einfach jeden Angriff und insbesondere hier am Anfang nach einem Anstoß die sauber zu Ende spielt. Ihr habt es ja gerade eben noch gesehen, Pfostentreffer von Hazard, ärgerliche Geschichte. Ich spiele hier auch sehr, sehr ruhig, wie ihr seht, und lasse dann den Ball sehr, sehr gut laufen. Und dann Hazard mit dem L2-R2-Dribbling, das sieht gut aus. Und jetzt ziehe ich einfach mal ab und ich habe das Glück, dass Kocelny diesen Ball abfälscht. Unhaltbar für Lloris, der wäre ansonsten nicht reingegangen. Habe ich einfach Riesendusel. Aber ich glaube, mit den anderen Chancen, die ich hier auch in dem Spiel schon hatte, geht das in Ordnung.
Dieser Schuss hätte zum Beispiel auch reingehen können. Wenn man mit Pogba so viel Platz hat, da ziehe ich dann einfach mal drauf. Und der Gegner macht den ganz leichten Abspielfehler in der 78. Minute. Und jetzt hier ganz, ganz kurz das verzögert. Lukaku ist jetzt hier durch. Der Torhüter kommt raus. Und diesmal lege ich ihn besser vorbei. Zum 3:2 das Spiel gedreht. Zweimal zurück gewesen. Jetzt in der 78., 79. Minute der Führungstreffer. Und hier hat man es in der Einstellung vielleicht mal kurz gesehen. Diesen Pass kurz vorher mit Salah verzögert. Der Grätschel aber durch ausgewichen und damit den Siegtreffer ermöglicht. War eine richtig fette Aktion. Das Spiel war so krass intensiv. Der Gegner war richtig gut. Und danach habe ich am Sonntagabend dann auch wirklich Feierabend gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, die Server laufen nicht, die Gegner sind gut. Spielst mal lieber am Montag die restlichen Spiele. Und rausgekommen ist dann das hier, was echt frustrierend war. Das war das erste Spiel an dem Tag und ja, ihr habt es gerade gesehen, der Ball wurde rausgespielt, aber keiner meiner Spieler geht hin. Kanté kann einfach hingehen und schießt ihn einfach rein. Das war so ein bitterer Gegentreffer auf jeden Fall. Und dann das hier, richtig geile Übersteiger. Das ist fast wie FIFA 13 oder 12 gewesen, diese Übersteiger. Kamen gut, aber ihr wisst es auch noch von der letzten Zusammenfassung, die gegnerischen Torhüter, die drehen gegen mich immer richtig auf, hauen da die Paraden raus und Courtois, ja, der lässt das auch, die lässt diese Serie nicht abreißen. Auch hier wieder starke Paraden von ihm. Durchgespielt auf Lukaku und auch diesen Ball hat Courtois, aber der war natürlich auch nicht sonderlich gut platziert. Aber, nee, die Ecke danach ist auch nichts geworden. Habe ich danach weggeschnitten. Und ich lasse den Ball hier wieder schön laufen. Dann der Steilpass hier auf Salah, der im Laufduell zurückgezogen über die Übersteiger. Dann auf Hazard gespielt, wieder auf Salah. Richtig schöner Doppelpass. Und dann Courtois mit der nächsten Parade. Aber auch dieser Schuss von Salah. Na, da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft in diesem Moment, weil da war mehr möglich. Jetzt Hazard mit der Flanke, die Flanke war gar nichts. Aber jetzt hier Boateng, er bleibt dran. Jetzt Lukaku und auch schon wieder Courtois mit der starken Parade. Aber ich bin noch dran, Pogba in die Mitte und da ist das 1:1. Ja, es war dann sogar letztendlich ein Eigentor, deswegen kommt dann hier Pogba mit dem Jubel. Den habe ich übrigens nicht eingegeben, falls jetzt hier jemand erbost ist über den Depp. Aber es war dann letztendlich ein Eigentor und das habe ich mir einfach unglaublich hart erkämpft. Und jetzt haben wir hier die 73. Minute. Ich bin wieder zurückgekommen nach einem Rückstand zum Unentschieden. Hier geiler Trackback jetzt mit Lukaku, aber Courtois wieder mit einer starken Parade. Nun gut, der Gegner erobert hier den Ball, macht danach aber einen sehr, sehr leichten, fahrlässigen Ballverlust. Jetzt hier Lukaku, ziehe ich auf den Außen durch, spiele auf Coman und der kretscht da einfach in den Ball hinein zum 2:1. Krasses Teil, der Pass war nicht gut. Der war nicht gut auf Coman, aber Coman ist einfach ein absolutes Biest. Der kommt da einfach immer in die Bälle ran, das ist unglaublich und somit macht das 2:1. Und jetzt guckt mal bitte mein Verteidigungsverhalten in diesem Moment an. Da hat man gerade wunderbar gesehen, wie unglaublich krass das Ganze verzögert war. Es wird später nochmal weitere Szenen geben, die diese Verzögerung so unglaublich gut dann auch darstellen, weil, also ich bin da eben gerade zweimal mit meinem Verteidiger komplett verzögert einfach ins Leere gelaufen, weil diese Verzögerung da einfach so krass gewesen ist. Jetzt bin ich hier in der 82. Minute durch, kann nochmal auf Command durchspielen und diese Chance nutzte auch zum 3:1, das war der entscheidende Treffer und ich konnte auch dieses Spiel nach einem Rückstand drehen. Also das ist mir dann auch in der Summe ziemlich häufig gelungen, dass ich dann auch Spiele nochmal gedreht habe, logischerweise. Wenn ich irgendwie 29 Spiele gewinne und nur 2 verliere, habe ich dann auch häufig mal einen Rückstand gedreht und sehr selten verloren. Logisch, irgendwie. Aber darüber hatte ich auch schon in der letzten Zusammenfassung, also jetzt nicht von diesem Wochenende, sondern von der Weekend League von 2 Wochen davor geredet. Am Anfang wirklich den Fokus setzen, konzentriert den ersten Angriff herausspielen. Da ist immer was möglich. Das mache ich auch hier. Ihr seht es, wie ich am Anfang direkt vom Anstoß den Ball souverän, ruhig laufen lasse. Und dann hier auch immer wieder klare, saubere Anspielstationen. Keine großartigen Aktionen hin und wieder einfach über das Dribbling kommen, aber durch eine gute Ballzirkulation sieht man, kommen dann oben die Räume. Pogba ist durch. Dann weiter auf Hazard auf den zweiten Pfosten und leider nur an den Pfosten. Ich wollte den eigentlich in den Rückraum zurückspielen und nicht auf Hazard, aber war trotzdem gefährlich geworden. Hier jetzt der Steilpass auf Lukaku und da kommt er auch ran. Ran marschiert, Crossshot. Das heißt jetzt hier mit der Ausrichtung auf die linke Ecke, in die rechte Ecke geschossen. Die gehen in FIFA 17 besonders gut und damit das 1:0 erzielt. Übrigens, Huge Gorilla hat dazu ein gutes Tutorial-Video, das kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, somit dann jetzt hier das 1:0 erzielt. Jetzt ziehe ich mit Pogba auf den Außen weiter durch, will in die Mitte hineinspielen. Aber die kommen bei mir einfach nicht. Jetzt hier schwacher Abwurf. Hazard bekommt den Ball im Rückraum, kurzer L2-R2-Step und dann BAM! Geiler Schuss zum 2:0, also ein richtig starker Schuss, guter Abschluss und damit den beruhigenden zweiten Treffer erzielt zum 2:0. Gegner schon wieder mit so einem Abstoßfehler hier und dann Salah. Ja, diesmal habe ich mir gedacht, wenn diese Pässe nicht kommen dann, und er das auch gerade in dem Moment zuläuft,
dann suche ich einfach selber mit Salah den Abschluss. Hat hier sehr, sehr gut funktioniert. 3:0 in der ersten Halbzeit. Ich habe ein bisschen auf den Rage Quit spekuliert, aber der ist nicht gekommen. Und hier spiele ich natürlich gerade zweimal Käse, habe ein bisschen Glück. Aber jetzt kommt die Flanke. Ich habe gesehen, dass Hazard auf dem zweiten Pfosten sehr gut reingelaufen ist. Und dann eine der wenigen Flanken, die ich dann auch mal verwertet habe, aber ich spiele auch generell einfach sehr, sehr wenige Flanken. Und damit stand es dann 4:0 zur Halbzeitpause. Und dann hat sich der Gegner gedacht, alles klar, hier gehe ich jetzt mal lieber raus. Somit gehen wir jetzt hier in Partie Nummer 33. Und das Team, wie ihr seht, ist ziemlich krass. Müller Scream und dann auch hier Payet oder Payet und Costa als Special-Karten. Und dann noch Player of the Month Son. Also wirklich sehr, sehr starke Spieler. Da wusste ich schon, das wird auch ein guter Gegner sein. Aber wie gesagt, am Anfang Fokus halten. Ich habe mich zwar jetzt kurz vertribbelt, aber dann einfach sauber ausspielen, Ball gut laufen lassen. Man sieht das, wie dann auch direkt die Räume entstehen. Hazard ist durch und macht das 1:0 direkt quasi mit dem ersten Angriff. Das ist halt einfach mega geil. Man lässt den Gegner überhaupt gar nicht an den Ball bis dahin richtig kommen und man erzielt dann schon den ersten Treffer. Und so kann es dann einfach auch laufen. Und ja, ich glaube, das Spiel zeige ich euch nämlich hier auch dann komplett ungeschnitten, weil ich direkt am Anfang wieder einfach dann jetzt hier nach dem gegnerischen Anschluss in Ballbesitz komme und dann das 2:0 mache. Ja, das war natürlich eine ganz, ganz schnelle Nummer. 5. Minute, 2:0, der Gegner hat da den Ball fahrlässig verloren und er macht dann Pause und es gibt dann auch direkt den Rage Quit. Das ist natürlich jetzt hier gerade ziemlich gut für mich. Einfache Siege. Unbedrängt, keine Ahnung, auf jeden Fall ohne Gefahr, dass ich das Spiel noch verliere nach einem 2:0, kriege ich jetzt hier den Sieg durch den Rage Quit, was wie gesagt großartig ist für die Statistik logischerweise. Auf jeden Fall, ja, im nächsten Spiel mit Lukaku spiele ich auf Fellaini durch und Obla kommt dann auch rechtzeitig raus und verhindert hier das 1:0 auch wieder recht früh in diesem Spiel. Und jetzt gucke ich hier gerade mit Alaba, ich habe sehr viel Zeit, deswegen kann ich hier diesen Steilpass auf De Bruyne spielen, kann dann weiterlegen auf Lukaku und dann gucke ich, wie De Bruyne läuft, der läuft da schön in die Mitte hinein. Ja, und dann machen wir das 1:0. Also da stimmen dann einfach auch die Laufwege gerade hier und irgendwo die Abwehr zu löchrig und deshalb dann ein sehr, sehr einfacher Treffer. Der Gegner lässt aber den Ball hier auch sehr schön durch seine Reihen laufen, ich erobere aber den Ball und jetzt geht es auch hier schnell schön in die gegnerische Richtung. Und dann auch hier ein schöner Doppelpass. Und jetzt Hazard geht da durch, legt auf Salah weiter zum 2:0. Sehr, sehr schön. Letztendlich einfach den Ball erobert und danach schnell umgeschaltet, konsequent gespielt. Und somit dann aus wenig auch hier direkt das 2:0 gemacht. Mit einem sauberen Durchspielen einfach. Und auch hier gibt es dann den Rage Quit. Das Problem an den Rage Quits ist so ein bisschen, die sind zwar schön auf der einen Seite, auf der anderen Seite kriegt man dadurch aber weniger Punkte für den Skillwert anscheinend. Und deshalb sind die nachher für diese Skill Bewertung, die in der Rangliste bei gleicher Anzahl von Siegen entscheidend ist, nicht sonderlich gut. So viel kann ich verraten. Dieses Spiel ist der Knaller. Gleich wechsle ich von Mertesacker auf Bellerin. Jetzt schaut mal bitte an, was ich jetzt mit Bellerin mache. Ohne Worte. Das Spiel war das krasseste, was es vom Delay her überhaupt gab. Ihr habt es gerade gesehen. Welchen Sinn hatte das gerade mit Bellerin, da wegzugehen und als noch weiter oder ständig noch weiter wegzugehen? Das habe ich niemals so eingeben wollen. Das wollte ich niemals so machen, aber es war so unglaublich krass verzögert, dieses Spiel. Locker eine Sekunde, in diesem Moment vielleicht sogar 2 Sekunden. Da war ein übelster Lag in diesem Moment. Und ich bin da mit Bellerin einfach weggelaufen und ich kam darauf überhaupt gar nicht klar. Zumindest erziele ich dann aber trotzdem noch recht schnell wieder das 1:1 und dann, ja, habe ich einen Freistoß hier in der einen Hälfte, lasse Mertesacker kurz kommen, spiele zurück auf Bellerin und dann sieht man auch hier wieder, ich dribbel da einfach dann in den Gegner hinein und jetzt weiß ich schon, was kommt. Er legt ihn direkt weiter, ich komme da nicht mehr ran und Neuer hält ihn auch nicht mehr und damit gerate ich wieder direkt in den Rückstand, 1:2. Und das war unglaublich demoralisierend, weil dieses Spiel, es lief so unglaublich unrund. Es war eine so unglaublich krasse Verzögerung. Und dann Varane lenkt auch diesen guten Schuss hier an den Pfosten. Mega viel Pech dann auch noch in diesen Momenten. Aber gut, Salah mit einem schönen Scoop-Turn. Und jetzt hier, bam, den Ball eigentlich sehr stark auf dem starken linken Fuß liegen gehabt. Dennoch Thiago Alves mit einer guten Parade. Also irgendwie, weiß ich nicht, meine Schüsse, die gegnerischen Torhüter, die sehen gegen mich immer fantastisch aus irgendwo. Diego Alves auch hier mit einer Fußparade. Und jetzt, was ist da denn los? Da geht dann auch kein, der Ball läuft einen Meter an, oder nicht mal einen Meter, 10 Zentimeter an meinem Schüler vorbei. Der reagiert dann auch einfach gar nicht. Und auch der andere hätte den Ball einfach abnehmen können. Das ist total komisch da in diesen Momenten. Aber 73. Minute, wir liegen immer noch hinten. Jetzt De Bruyne! Und Varane blockiert den Schuss wieder.
Ja, also es waren einfach die kleinen Momente, die hier in diesem Spiel nicht funktioniert haben. Und auch da komme ich trotz risikoreichem Spiel des Gegners nicht nochmal ran. Inzwischen aber die 80. Minute, absolute Endphase mal wieder. Die Balleroberung jetzt hier mit Salah. Ich probiere danach den Ball zu sichern. Jetzt muss ich schon ein bisschen risikoreicher spielen. Und dann geht es aber auch schnell in die Spitze. Und mit Fellaini trage ich jetzt lange den Ball nach vorne. Unten stehen zwei Spieler von mir, De Bruyne. Und jetzt die Übersteiger nach hinten weg. Und Lukaku ist in der Mitte frei. Und dann mache ich in der 83. den Ausgleich. Und das war eine Befreiung. Da gab es mal einen richtigen Schrei von mir, weil ich einfach mega happy war. Ich hatte schon gedacht, hier geht gar nichts mehr in dem Spiel. Aber ich habe mir die ganze Zeit aber auch immer wieder gesagt, pass auf, der spielt mit Dreierkette, der kann dich nicht verteidigen. Und so war es dann letztendlich auch. Bis zum Ende dran glauben. Ich habe einfach gewusst, ich komme immer noch mal zu meinen Chancen. Ich muss es einfach nur sauber ausspielen. Der Gegner hat auch sehr ballbesitzlastig gespielt. Nicht unfair, aber recht ballbesitzlastig. Sieht man vielleicht auch hier in manchen Momenten. Aber generell, wusste ich dann einfach, wenn ich die Chance habe, ich muss einfach das Ganze sauber ausspielen. Dann kann ich das ausnutzen, dass er nur mit Dreierkette spielt. Und damit sind wir jetzt hier weiter in den letzten Minuten. Ihr seht das, ich lasse es einfach mal ungeschnitten laufen, damit das Flair, die Spannung rüberkommt. Inzwischen die 88. Minute, ich konnte den Ball erobern. Coman jetzt hier auf den Außen. Schusstäuschung in den Stand, ich probiere ein bisschen L2-R2 zu machen, aber da geht gar nichts bei dem Delay. Ziehe ich nochmal zurück und ich spiele es geduldig aus, spiele in die Mitte. Klicke jetzt hier weiter auf Salah, der erste Schuss scheitert, aber der zweite, der ist drin. 90. Minute, 3-2 und da gab es von mir nur einen Boom, Boom, Boom. Das war so krass, weil ich kam gar nicht drauf klar. Ich hatte die ganze Zeit einen Rückstand. In der 83. mache ich das 2-2. In der 90. oder 89. das 3-2. Habe ich jetzt gerade zweimal 3-2 gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meinte ich natürlich erst Ausgleich. Danach den Sieg. Das Spiel noch gedreht. Ich habe bis zuletzt dran geglaubt. Und das wurde auch belohnt. Wir sehen jetzt hier die letzten Sekunden. Aber der Gegner kommt nicht nochmal zu einer Chance, glaube ich zumindest. Ja, hier bin ich jetzt mit Fellaini dran und jetzt einfach den Ball rausschlagen. Der Schiedsrichter pfeift ab und damit konnte ich dieses unglaublich krasse Delay-Spiel drehen. Das war so heftig. Also nochmal, das erste Tor mit Bellerin oder das erste Tor von ihm, die Situation mit Bellerin. Schaut euch das nochmal an. Total krass, wie ich da weggelaufen bin, einfach aufgrund der Verzögerung. Ich komme darauf nicht klar, wie ihr merkt. Also das ist so frustrierend gewesen. Den Gegner setze ich richtig früh hier unter Druck. Zweimal den Ball erobert mit Lukaku und danach sehr kontrolliert probiere ich den Ball wieder zurückzulegen, wieder auf Pogba, danach wird kombiniert und bleibt ein bisschen unbeholfen stehen. Pogba kommt nochmal an den Ball und Lloris. Also es ist krass, wie die Torhüter gegen mich irgendwie halten, meine Schüsse sind irgendwie kacke anscheinend, ich weiß ja auch nicht. Sobald ich nicht im 1 gegen 1 bin, versage ich anscheinend. Hier, schön herausgespielt, jetzt bin ich im 1 gegen 1 und Hazard, der macht den. Sehr schöner Abschluss, ein bisschen unplatziert, aber Hauptsache drin, sage ich in dem Moment. 1-0 und das zu einer frühen Phase und es hat einen gewissen Vorteil, wenn man gegen Ende der Weekend League spielt, weil häufig trifft man hier auf Gegner, die haben nicht mehr so viel Zeit und die quitten einen, sobald sie mit 1-0 hinten sind. Das ist gut für die Statistik, aber natürlich nicht so gut für die Skillwertung, aber wenn man einfache Siege oder sichere Siege haben möchte, dann hilft das natürlich ungemein, wenn die Gegner so früh Rage quitten, schon nach dem 1-0, einfach weil sie nicht mehr genug Zeit haben. Oder er dachte, er kann mich weg, also er kann da den No-Loss-Klitsch machen. Das spiele ich richtig schön eigentlich aus. Hier mit dem No-Touch-Dribbling ziehe ich dann einfach auf den Außen weiter durch. Hätte dann vielleicht nochmal direkt weiterspielen. Mit De Bruyne versage ich dann erstmal vor dem Torhüter, aber Lukaku ist da. Und er macht das 1-0 und jetzt habe ich gerade drüber gesprochen, dass die Leute bei 1-0 Rage quitten. Auch dieser Gegner macht das. Also richtig krass. Zwei Leute hintereinander bei einem 1-0 rausgegangen. Und ich hatte das ja an dem Tag schnäufiger. Inzwischen 35-2 Stats. Ich muss das nochmal ganz kurz betonen. Ich kann auf 38 Siege kommen. Damit wäre mir ein Platz in der Top 100 für die Woche weltweit gesichert. Und das nicht nur in der Top 100, sondern auch sehr, sehr weit vorne. Und von daher geht es jetzt hier in die letzten drei Spiele hinein. Und der Gegner, der war sehr stark, aber auch hier war das Delay wieder sehr, sehr stark. Ich denke, es wird auch hier wieder hin und wieder Szenen geben, wo das zu sehen ist. Aber hier, krasser Dragback. Und jetzt Griezmann macht das Tor, aber es zählt nicht. Abseits. Und ich war so happy, weil ich eigentlich fand, dass ich diesen Dragback ganz vernünftig verteidigt hatte, weil ich mit Mertesacker weiter im Weg stand. So, 45. Minute, starke Balleroberung. Ich lege hier auf Hazard durch, kurz vor der Halbzeitpause. Und dann, ja, eben gerade hatte ich eine ähnliche Situation den Ball reingemacht. Ich wollte ihn eigentlich auch hier mit dem linken Fuß flach rechts ins Eck schießen, aber der kam viel zu unplatziert mit dem rechten Fuß. Schade auf jeden Fall. Hier, der stürmt total raus, der Verteidiger. Ich war super frustriert, dass dieser Ball nicht angekommen ist, weil der wäre komplett durch gewesen, mein Spieler, weil er da einen riesen Fehler in der Abwehr macht.
Also das ist auch sehr, sehr bitter, dass dann so ein schlechter Pass dabei rausgekommen ist. Starke Balleroberung hier von Boateng. Und jetzt Lukaku mit dem Doppelpass. Jetzt kann ich ihn da anspielen. Jetzt laufe ich hier alleine auf das Tor zu. Und Lukaku, er scheitert ganz, ganz knapp hier mit dem Abschluss. Ganz, ganz knapp in das Tor. Der Gegner macht einen riesen Fehler mit Salah. Ich verliere erst den Ball, bekomme ihn dann nochmal wieder. Dann lege ich hier zurück auf Pogba. Lege hier weiter auf Hazard. Und ich kann den Ball sichern und mache ihn zum 1:0 in der 58. Minute. Wichtiger Treffer. Und ich gehe in diesem Spiel in Führung. Das war klasse. Wir gehen so ein bisschen die Sachen aus, über die ich reden soll. Hier wieder ein schöner Doppelpass. Fellaini ist durch. Und dann wollte ich nochmal auf Lukaku spielen. Aber der Ball geht leider auf Salah. Ich habe häufiger das Problem, dass ich die falschen Leute anspiele. Und das wird mir immer wieder zum Verhängnis. Also sehr, sehr bitter. Es hätte natürlich das sichere 2:0 sein können. Hier die Balleroberung. Ich fand, ich war voll drauf. Aber ich bekomme ihn leider nicht. Und jetzt hier Griezmann. Schaut euch wieder an, wie ich verteidige. Ich bekomme da keinen richtigen Spieler ausgewählt. Keinen richtigen Zugriff. Und Griezmann knallt den mir einfach rein. Und ihr habt es gerade gesehen, ich wollte eine Pause machen, weil ich eigentlich, ja, ich habe dann kurz gesagt, scheiße, ich hätte es mal vorher auf 4-2-3-1 umstellen sollen. Habe ich leider nicht gemacht. Und jetzt hier auch wieder, ich habe kurz den Ball gehabt, bekomme ihn dann doch nicht. Carrasco jetzt hier mit Mertesacker. Ich stehe eigentlich voll im Passweg drin und der muss nur kurz den Fuß rausstellen. Und das macht er nicht. Und damit kann der Gegner hier das Spiel drehen. 82 Minuten macht er das 2-1. Neuer hält den Ball auch nicht. Ich glaube, der ist haltbar, würde ich sagen. Aber ja, ist schon auch eine gute Abschlussposition. Ich muss es halt vorher bekommen. Einmal mit Bellerin, das andere Mal mit Mertesacker. Jetzt hier in der 90. Ach Gott, wie häufig hatten wir das in den letzten Spielen, dass ich in der 90., wenn ich hinten lag, noch eine Chance mit Lukaku hatte, diese nicht nutze und nicht in der Ecke bekomme. Was passiert denn jetzt wohl? Ich gehe mit Coman hier rein. Und jetzt probiere ich nochmal rauszuspielen, aber nein, der Gegner kommt im Ballbesitz. Und schlägt ihn weg. Die nächste Niederlage ist am Start. 35:3. Ja. Bittere Pille auf jeden Fall. Ich glaube, man hat es bei dem 1:1 gesehen, wie schwer ich mich getan habe, das Ganze zu verteidigen. Griezmann steht da am 16er. Ich kriege da keinen Spieler richtig von mir positioniert. Ich kriege da keinen Zugriff. Bei diesem Delay, bei dieser Verzögerung, da weiß man auch einfach nicht, was man... Da will man auch nicht zu viel Risiko gehen, weil man dann natürlich ruckzuck einfach komplett stehen gelassen wird, weil man sich dann gerade in dem Moment verschätzt und dann nicht mehr rechtzeitig eingreifen kann. Und jetzt habe ich mir das Ganze nochmal angeschaut. Ich habe jetzt noch 2 Spiele verbleibend. Ich kann auch auf 37 Siege kommen. Das ist jetzt hier gerade die Monatswertung. Da bin ich schon in Europa auf Platz 60, was schon mal ziemlich geil ist eigentlich, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt noch 2 Spiele verbleiben, ich kann noch 2 weitere Siege holen und dann gucke ich mir gerade mal so an, was quasi noch von der Platzierung möglich ist. Das heißt, ich kann auf 136 Siege insgesamt kommen. So, dann gucke ich mir nochmal die Top 100 in der Welt an, auf den Monat gerechnet. Da bin ich auch schon jetzt gerade drin und habe ja noch 2 Spiele. Das heißt, da bin ich jetzt schon gerade auf Platz 75. Und ich habe mir einfach nochmal angeschaut, was ist möglich jetzt quasi, nochmal bewusst machen, um was es jetzt hier geht. Nämlich, dass ich zum einen nochmal in der Top 100 auf den Monat gesehen nach oben komme, aber, was jetzt auch entscheidend ist, ich bin hier auf die Woche gesehen mit 35 Siegen noch nicht in der weltweiten Top 100 und auch noch nicht in der europaweiten Top 100. Das heißt, ich muss jetzt noch eines der beiden verbleibenden Spiele gewinnen, ansonsten schaffe ich es schon wieder nicht in die Top 100. Und das wäre natürlich bitter, nachdem ich bei 22:0 stand und so lange gut im Rennen war. Aber egal, es geht jetzt hier in die vorletzte Partie und das Team ist auch richtig krass, wie man sieht. Mit Aguero, Hazard, Salah, Dembélé, Fellaini, Otamendi, Smalling, Courtois, richtig gute Spieler hier am Start. Und es war wieder ein richtig krasses Delay am Start. Hier erobere ich fast den Ball, jetzt lässt den Ball laufen, genau. Ich lasse diesen Angriff mal ganz kurz laufen und ja, kommentiere jetzt nochmal so nebenbei ein bisschen, aber man sieht, was für eine Spielart der Gegner an den Tag gelegt hat. Ein eher etwas ruhigeres, gemächlicheres Spiel. Aber ich war in diesem Moment einfach nur darauf bedacht, keinen Stellungsfehler zu machen. Das heißt, dass ich meine Spieler allen auf ihren Positionen halte. Das heißt, wenn ich einen Pogba habe, halte ich ihn im Mittelfeld. Fellaini halte ich im Mittelfeld. Wenn ich einen Abwehrspieler auswähle, dann halte ich hier in dem Fall Bellerin weiter auf der Außenverteidigerposition, Innenverteidiger weiter in der Verteidigung. Da nicht die Lücken reißen. Aber schaut euch mal bitte an, was der Gegner hier spielt. Der macht gar nichts. Es ist inzwischen die 8. Minute und er hat noch nichts gemacht. Er hat den Ball nur zwischen 4 oder 5 Spielern laufen lassen.
Da passiert gar nichts. Aber wie gesagt, wichtig ist hier die defensive Stabilität zu halten. Die Ordnung muss weiter da sein. Und dann irgendwann fängt er mal an, hier weiter in die Spitze zu spielen. Aber dadurch, dass alle Spieler noch nicht auf dem Platz sind, erobere ich auch den Ball. Aber richtig krasser Gegner. Also das war ziemlich heftig, was er da gemacht hat. Aber er hat dann hier auch solche Fehler gemacht. Und diese Fehler, die muss man bestrafen. Hazard ist auf den Außen durch, zurück auf Lukaku. Und bam, das 1:0. So unglaublich wichtig. Weil ihr habt es gesehen, wie der Gegner gespielt hat. So unglaublich geduldig, so unglaublich ballbesitzlastig. Da hilft es natürlich ungemein, dass er jetzt einem Rückstand hinterherlaufen muss. Und dann macht er auch solche Fehler. Ganz einfache Balleroberung hier mit Salah. So, hier mit Lukaku jetzt auf den Außen. Probiere ich nochmal den Ball zu schützen. Jetzt zurück in den Rückraum. Und dann wollte ich hier eigentlich auf Fellaini spielen. Und dann ja, gebe ich schon wieder so eine gute Chance weg. Ich hätte vielleicht nochmal auf Fellaini spielen können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber so mache ich nicht das 2:0. Und jetzt hier mit Salah auf den Außen kommt die Flanke. Bellerin, er springt ins Leere. Hazard ist durch. Und er macht das 1:1. Bitter. Bitter, bitter, bitter auf jeden Fall. Ich gucke mir jetzt hier gerade nochmal die gegnerische Aufstellung an. Er hat gerade Pause gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob er jetzt irgendwas umgestellt hat, aber auf jeden Fall macht er hier gerade den Ausgleichstreffer. Und ja, das war natürlich bitter. Ich hätte das 2:0 machen können, bekomme dann so ein etwas doofes 1:1. Aber Lukaku jetzt hier nochmal und Courtois mit einer starken Parade hält auch den zweiten Ball. Auch das hätte die Führung sein können. Und der Gegner jetzt in der zweiten Halbzeit lässt den Ball wieder hier gut laufen, spielt jetzt in die Mitte auf Fellaini und guckt euch jetzt mal das an, Alter. Was ist das denn für ein kranker Schuss? Ich habe in diesem Moment an all die Schüsse gedacht, die Fellaini bei mir nicht reingemacht hat. Und guckt euch jetzt nochmal das aus einer anderen Perspektive an, wie Fellaini den reinschießt. Ich war fassungslos. Aber das hilft alles nichts. Man muss dranbleiben, weiter kämpfen. Ich habe immer dran geglaubt, es war übelst schwer zu spielen bei dieser Verzögerung. Jetzt hier Boateng. Und ich dachte nur, Alter, Boateng, was ist das denn? Schieß ihn doch bitte einfach rein. Ich war wirklich verzweifelt. Inzwischen die 71. Minute, Kopfball. Boateng, aber auch der geht am Tor vorbei. Es war so unglaublich schwer gegen diesen Gegner, der so geduldig gespielt hat. Plus dem ganzen Delay, es war einfach so heftig. Dann macht er hier so einen Fehler. Hazard kommt da rangelaufen, Schuster schon in Stand. Jetzt schauen wir, Lukaku ist in der Mitte frei. Lukaku und der scheitert erneut. Jetzt nochmal Salah an den Pfosten. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, FIFA ist nicht gerecht. Das war ein Riesenfehler vom Gegner. Und danach habe ich da das Pech, dass Salah nur an den Pfosten schießt. Das war einfach unmöglich. Jetzt nochmal Hazard und Courtois mit der nächsten Parade. Das ist doch unglaublich. Inzwischen schon die 78. Minute. Die absolute Endphase. Ich brauche diesen Sieg, um in die Top 100 zu kommen. Ich brauche ihn einfach. Die Verlieren war hier keine Option. Der Gegner, man hat es gerade gesehen, total überhastet, schlägt den Ball raus. Der wurde nervös. Ich konnte es riechen, ich konnte es merken. Er war nervös, er wusste nicht, was zu tun. Es war nur die 78. Minute oder sowas, aber er macht da schon so einen schlimmen Fehlpass. Hier erobere ich jetzt nochmal den Ball. 83. Minute. Leg hier durch auf die Außen. Nochmal der Doppelpass. Salah auf den Außen. Ja, kriegt den Ball fast abgenommen, aber ich kann mich nochmal behaupten, Salah mit den Übersteigern, ein total schlechter Pass von mir, aber dann Smalling mit dem Abspielfehler, Salah kommt nochmal ran und da ist das Unentschieden, 2:2 der Ausgleich von Salah, habe ich natürlich mega Glück, dass der Gegner so einen Fehler macht, aber ich habe ihn mir erkämpft, ich habe ihn mir erarbeitet und ich glaube, er ist nicht unverdient gewesen und jetzt, pass auf, ich wollte das noch gewinnen. Ich wollte nicht in die Verlängerung. Ich habe gemerkt, der Gegner, der ist nervös, der macht Fehler und er war offen, wie man hier sieht. Und dann kommen solche Pässe dabei raus. Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden, was das da gerade schon wieder war von Salah. Also unglaublich. Dann hier die nächste Balleroberung, die nächste Möglichkeit. Lukaku und dann kommt schon wieder so ein Scheißpass da raus. Ich konnte es nicht glauben. Das waren zwei richtig gute Situationen. Ich hätte den Todesstoß setzen können. Aber das wird hier nochmal verzögert oder ja nach hinten verschoben quasi. Denn es gibt die Verlängerung. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch richtig ist, aber ich habe bis jetzt noch keine einzige Verlängerung verloren. Ich habe bis jetzt ein Elfmeterschießen verloren. Das war's. Ich habe noch nie eine Verlängerung verloren. An sich nach den 120 Minuten. Und von daher, absoluter Glaube da. Oben ist jetzt richtig Platz. Und jetzt, ich habe alles, passt auf, ich habe wirklich alles eine halbe Sekunde vorher eingegeben. Das ist richtig geil gespielt. Das ist eine meiner stärksten Kombinationen, die ich überhaupt gespielt habe. Aber dadurch, dass es verzögert war, ich habe in dem Moment wirklich alles schon gesehen, wie das jetzt laufen wird. Und ich habe alles eine halbe Sekunde vorher eingegeben. Zum 3:2 zur Führung, nachdem ich da zurück war, habe ich das Spiel gedreht hier in der Verlängerung. Und das ist hier eine meiner Lieblingsszenen.
total verrückt, was da los war. Man merkt da einfach die krasse Verzögerung. Also, da, wie der Gegner da den Ball ins Aus spielt, das war einfach auch bei ihm aufgrund der Verzögerung. Wir konnten hier auch das, ich erobere den Ball und ich laufe schon einen Schritt nach vorne, der Ball Alaba macht noch einen Ballkontakt und dann ist auf einmal noch ein Kreis vor mir drin. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, wenn, dann hätte Alaba den direkt weggeschlagen. Aber das war so krass verzögert in dem Moment. Es ist die absolute Endphase. Ich lasse es auch jetzt hier noch bis zum Ende ungeschnitten laufen, damit ihr voll mit dabei seid. 116. Minute, jetzt bloß keinen Fehler machen aufgrund der Verzögerung. Das ist natürlich gut, dass Salah den Ball hier kontrolliert zu De Bruyne bekommt. Jetzt habe ich auf den Außen nochmal ein bisschen Platz, kann da sehr, sehr gut Zeit gewinnen. Aber ich spiele natürlich nicht auf Zeit. De Bruyne jetzt in die Mitte. Ich ziehe auf den Außen durch, will in den Rückraum legen. Aber der Pass wird abgefangen. Es gibt jetzt nochmal die Ecke. Spiele ich kurz, denke ich. Und dann probiere ich jetzt hier über das Dribbling das Ganze zu lösen. Wie der Gegner an mir vorbeigelaufen ist. Ihr seht das einfach. Bei der Verzögerung ging gar nichts. Auch bei ihm. Das muss man natürlich ihm auch zugute halten, dass er auch die gleichen Probleme hatte wie ich. Also man hat das jetzt gerade gesehen, wie er da einfach mit seinem Spieler wirklich 2 Meter an mir vorbeigelaufen ist. Jetzt stelle ich gerade Abwehrregel ein, weil ich mich ansonsten damit nicht sonderlich sicher fühle. Und da in der 120 Minute, ich wusste, ich brauche noch einmal den Ball. Und das habe ich jetzt hier gepackt. Ich habe den Ball erobert, ziehe auf den Außen durch. Und jetzt weiß ich, das wird nichts mehr für den Gegner. Der Schiedsrichter pfeift ab. Und ich konnte dieses unglaublich enge Spiel drehen. Der 36. Sieg. Und jetzt ist natürlich das Entscheidende. Hat es gereicht für die Top 100? Hier sieht man mal die Stats. Ja, also ich glaube, das war nicht unverdient. Und dann sieht es Top 100, Platz 89 in diesem Moment, 125.000 Münzen, 200k-Sets plus ein ultimatives Team der Woche-Set. Das ist die Belohnung, aber ich habe ja noch ein Spiel. Ich habe das gerade ein bisschen lange laufen lassen, fällt mir gerade auf. Nun gut, jetzt gehe ich da nochmal kurz zurück und gehe jetzt natürlich dann auch gleich nochmal auf die Rangliste und gucke mir jetzt mal an, wie da jetzt gerade die Ausgangssituation ist. Das heißt, ich bin jetzt in der Top 100 weltweit gelandet für diese Woche. Richtig geil. Aber man sieht, es ist noch ein bisschen was zu spielen und ich kann natürlich noch überholt werden. Also ich habe jetzt noch ein Spiel verbleibend und wenn ich jetzt zum Beispiel das letzte Spiel verliere, dann kriege ich was vom Skillwert abgezogen. Das heißt, da wäre noch sogar eine Option gewesen, dass ich dann noch aus der Top 100 wieder rausfliege. Das heißt, auch das letzte Spiel ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall, ihr habt es gerade gesehen, ich weiß nicht, Platz 89 war ich in der Top 100 weltweit. Platz 74 in Europa. So, das war schon mal geschafft. Das war natürlich eine riesen Erleichterung. Und jetzt sieht man das jetzt gerade. Ich habe mit meinem letzten Spiel sehr, sehr lange gewartet, weil ich darauf gehofft habe, dass jetzt am Ende die Verzögerung weg sein wird. Und das war auch der Fall. Das ist wirklich krass. Dieses Spiel, das war das beste Spiel, was ich heute gespielt habe von der Verbindung, ist Steve ohne Verzögerung. Und das liegt an meiner Einschätzung daran, dass quasi zu viele Leute anscheinend auf den Servern sind und dadurch dann einfach das Ganze verzögert ist, weil die Server belastet sind. Aber der Gegner, der war nicht schlecht, wie man sieht. Er geht hier direkt in der 20. Minute, schon vorher, in Führung. Aber ich komme dann in der 22. Minute mit einem richtig schönen Steilpass auf Lukaku zum Ausgleich und damit das Spiel wieder offen. Ich muss sagen, meine Anspannung, oder ich war jetzt deutlich gelöster an diesem Spiel, weil ich hab's jetzt wusste, ich hab's gepackt, ich bin so gut wie sicher in der Top 100 und jetzt konnte ich ein bisschen offener mehr frei aufspielen, schöne Kombination hier, De Bruyne, hätte ich vielleicht nochmal weiterlegen können, daran muss ich noch arbeiten, dieses Weiterlegen im 16er, ihr seht das, ich mach's schon hin und wieder gut, aber auch manchmal suche ich dann zu schnell den Abschluss, wo ich nochmal spielen kann, richtig geiler Berberspin und hier klappt es mit dem Weiterspielen, Salah mit dem 2:1, der Berberspin in diesem Moment war natürlich richtig Zucker, habe ich da zwei Gegner mit sehr, sehr schön stehen lassen und jetzt hier ein bisschen Doppelpass. Sieht man auch sehr schön mit Alaba und Hazard, klappt das in diesem Fall. Schuss da schon stand, auf Lukaku gespielt, nochmal zurück auf Alaba. Die Kombination laufen, jetzt wollte ich eigentlich hier direkt spielen, der Pass kommt sehr, sehr spät und dann Salah mit dem 3:1. War natürlich glücklich, dass der Ball dann so ankommt. Ich wollte ihn eigentlich ungefähr eine Sekunde vorher schon spielen, aber er ist trotzdem durchgegangen. Normalerweise bedeutet das eigentlich, dass er dann abgefangen wird. Aber in diesem Fall nicht, das 3:1, der Gegner geht raus, mein 37. Sieg. Ja, und damit bin ich durch. 37:3 habe ich gespielt am Ende, das heißt 37 Siege, 3 Niederlagen und damit natürlich ein Bestwert. Auf Platz 52 bin ich dann damit in der Top 100 gelandet. Leider hat es dann nicht für die Top 50 gereicht, das hätte nochmal eine bessere Belohnung gegeben. Aber der Unterschied sind nur 25.000 Münzen, was dann nicht ganz so schlimm ist. Und am Ende schaue ich mir das Ganze dann auch nochmal hier an und lasse es auch nochmal drinne.
im Hintergrund laufen. Also ihr seht jetzt gleich, wie ich nochmal die ganzen Ranglisten durchgehe. Könnt auch mal drauf achten. Gleich werdet ihr auch hier irgendwann, da war der Georg, BBG Gruß Ave. Und zwei drunter ist Never Give Up. Das ist der Mürser. Der Mürser hatte bis zuletzt die Chance, auf 38 Siege zu gehen. Er war im letzten Spiel und hatte dann das leider gegen einen richtig krassen Park-the-Bus-Spieler verloren durch einen Elfmeter. Das war richtig übel. Aber so sind jetzt Georg und ich und beziehungsweise Georg, Mirsa und ich auf 37 Siege gekommen. Da schaue ich alles nach. Ich gucke dann auch mal, wie gesagt, meine Platzierung hier in Europa nach. 41 in Europa ist auf jeden Fall, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und jetzt läuft auch noch gleich dann die Monatswertung. Ja, ich habe mich gesteigert und ich habe es endlich in die Top 100 geschafft. Ich habe in der ersten Weekend League 32, danach 33 und 34 Siege geholt. Das heißt, jede Woche ein Sieg mehr und jetzt in der letzten Weekend League 37. Damit war ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Es waren natürlich trotzdem mehr Siege drin, weil ich, glaube ich, auch in allen Niederlagen noch bis zuletzt die Chance hatte, das Spiel zu drehen. Ich habe, glaube ich, alle Spiele nur mit einem Tor verloren und ich hatte am Ende immer noch mal Chancen. Das heißt, man kann, also es geht noch besser, aber um diese 40 Spiele zu gewinnen oder um mehr Spiele zu gewinnen als 37, da brauchen wir ein bisschen Glück. Ich hatte natürlich auch in meinen Siegen auch hin und wieder mal Glück. Auf jeden Fall, so bin ich natürlich mega zufrieden. Ich konnte mich steigern. Ich bin sehr stolz darauf. Ich bin jetzt hier weltweit in der Top 100 auf Platz 63, ich glaube inzwischen sogar auf Platz 62. Also ich bin da nochmal einen hochgegangen, weil anscheinend nochmal jemand verloren hat. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr stark finde ich das. Wenn ich mal so gucke, sag, okay, im Oktober bin ich auf Platz 62 oder 63 oder in der Top 100 weltweit. Darauf bin ich sehr, sehr stolz und ich hoffe, ihr findet das auch ganz gut. Auf jeden Fall freut es mich, wie gut das Ganze bei euch ankommt. Und ja, die Belohnung, wie gesagt, hatte ich ja schon am Anfang gesagt, die gibt es heute noch nicht, weil ich es jetzt hier direkt aufzeichne. Ich habe die noch nicht. Und von daher wird das noch folgen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze unterhalten. Vielen Dank auch für die Unterstützung. Ich merke das ja auch in den Kommentaren, wie ihr mitfiebert. Und ich muss auch sagen, das habe ich jetzt ganz vergessen eigentlich, darüber wollte ich noch kurz reden. Ich setze mich halt selber unglaublich unter Druck. Ich wollte das mit der Top 100 unbedingt schaffen und ich denke sehr häufig auch hin und wieder, also ich denke hin und wieder beim Spielen dran, dass ich natürlich auch weiß, die Zusammenfassung, die kommt auch auf YouTube und ich will es irgendwie zeigen. Ich will, dass ihr was Geiles seht und ich will, dass ihr da einfach auch richtig gutes Gameplay seht und ich will es in die Top 100 packen und ich bin jetzt froh, dass ich es geschafft habe und ja, geil einfach. Ich freue mich einfach wirklich drüber. Und ich hoffe, dass ich dann jetzt vielleicht mit ein bisschen weniger Druck an die ganze Sache rangehen kann. Ich setze mich selber halt irgendwie so hart unter Druck irgendwie. Mal schauen, wie es jetzt die nächsten Wochenenden so wird. Oder mal sehen, ob ich das jetzt immer so knallhart durchziehen werde. Ist natürlich auch so eine Sache. Ja, ich will auch irgendwie gar nicht so lange drum herum reden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Stream. Ach so, das wollte ich nur ankündigen. Heute Abend, Dienstagabend, wird es höchstwahrscheinlich einen Stream geben. Ich werde nochmal ein Video dazu machen, aber ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ich heute Abend streamen werde. Ich weiß noch nicht was, aber ja, schaut da gerne rein. Der Kanal wird verlinkt sein auf Twitch, Twitch Bepart Gaming. Und ansonsten kommt auch nochmal ein Ankündigungsvideo und dann sehen wir uns wahrscheinlich da. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Am Ende kommen wir jetzt noch zu den beiden Varianten, mit denen ihr den Ball auf eine richtig beeindruckende Art und Weise im Tor unterbringen könnt. Bei der ersten Variante wird der Ball hoch und hart ins